3, 2, 1, Spareribs. Und das ist nicht nur eine Floskel, sondern unser Programm für unsere Spareribs heute. 3 Stunden lang auf dem Grill, danach 2 Stunden eingepackt und noch 1 Stunde glasiert. Auf geht's. Bei Spareribs haben wir immer hier eine Silberhaut auf den Knochen und die würde sich beim Garen nur zusammenziehen und deswegen muss die weg. Und das machen wir jetzt. Zuerst schneiden wir hier ein wenig mit dem Messer ein, damit wir sie besser greifen können. Und am einfachsten geht es, wenn wir einen besseren Grip haben und das machen wir mit einem Küchentuch. Und jetzt ziehen wir die Silberhaut einfach runter. So muss das aussehen. Die Silberhaut ist weg, aber jetzt muss richtig Geschmack dran und das machen wir mit unserem Trockenrub. Da habe ich ein bisschen geräuchertes Paprikapulver mit drin, denn so bekommen wir auch im Gasgrill so ein richtig schönes Smoky Flavor hin. Für noch mehr Geschmack könnt ihr natürlich den Rub über Nacht einziehen lassen im Kühlschrank, aber wir starten gleich voll durch, deswegen den Grill auf. Dieser ist zwischen 110 und 130 Grad eingeregelt und jetzt packen wir die Spareribs auf den Rost. Deckel zu und jetzt lassen wir die Ribs für 3 Stunden in Ruhe. Während die Ribs hier auf dem Grill liegen, zeige ich euch noch ein tolles Gadget, nämlich hier das Universal Rack. Das ist perfekt, wenn ihr für eine ganze Fußballmannschaft Ribs zubereiten wollt, denn da könnt ihr sie schön vertikal nebeneinander reinstellen und so habt ihr viel mehr Ribs auf einem Gasgrill. Jetzt schauen wir mal nach, wie unsere Ribs ausschauen. Sie waren jetzt 3 Stunden drauf. Ja, genau so muss das aussehen. Und jetzt nehmen wir sie runter und jetzt fangen wir an mit Schritt Nummer 2. Dafür nehmen wir uns Butcher Paper. Das ist die perfekte Alternative zur Alufolie. Da schlagen wir jetzt unsere Ribs ein. Die nehmen wir uns vom Rost runter, legen sie in die Mitte und geben nun Apfelsaft dazu. Warum machen wir das? Wir verkleinern den Garraum, sorgen für richtig viel Wasserdampf und dieser bricht die Struktur der Ribs richtig toll auf. Nun wird das Ganze eingeschlagen. Jetzt wieder auf den Grill. Ihr erinnert euch, wir sind bei 3-2-1 Methode und jetzt sind wir bei Nummer 2. Das heißt 2 Stunden bei 120 Grad wieder zurück in die Kugel. 2 Stunden sind rum, also ist Schritt 2 auch fertig. Wir schauen nach. Hier sehen wir auch schon, da ist was passiert. Jetzt machen wir mal auf. Ja, das sieht gut aus. Der Apfelsaft ist verdampft. Und jetzt legen wir die Ribs zurück auf den Rost. Schritt 3 und damit auch der letzte Schritt. Wir glasieren unsere Ribs. Und das machen wir mit einer schönen Barbecue-Glasur. Und jetzt ist es wichtig, überall die Glasur aufzutragen und das Ganze 1 Stunde lang, immer mal wieder alle 10 Minuten. So. Deckel zu, Hitze ein bisschen hochdrehen, damit da auch eine schöne Karamellisierung stattfinden kann. 1 Stunde ist rum, jetzt schauen wir uns die ganzen Sachen mal an hier. So muss es ausschauen, hier ist ein richtig toller Lack entstanden. Jetzt nehmen wir die Ribs runter vom Rost. Das nennen die Amerikaner FOTB, Fall of the Bone. So muss das aussehen. 3-2-1, eine Methode, die immer funktioniert. Das ist die zarteste Versuchung, seit es Rippchen gibt. Und das Ganze auf dem Gasgrill. Viel Spaß beim Nachgrillen.